Danke, Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Berliner Abgeordnetenhaus diskutiert über Europa und 70 Jahre Grundgesetz. Die AfD redet über sich selbst. Und das war erwartbar, widerlich und faktenbefreit. Und jetzt zum Thema, dass auf einer Metaebene sich alle demokratischen Parteien zum Grundgesetz und zum Zukunftsprojekt Europa bekennen, ist ja erst mal gut. Aber unterhalb der allgemeinen Bekenntnisse zu Europa gibt es ja auch starke politische Differenzen zwischen den Parteien, wie sich die Politik in Europa – nein, danke, keine Zwischenfragen – aber unterhalb des allgemeinen Bekenntnisses zu Europa gibt es eben auch starke politische Differenzen zwischen den Parteien, wie sich Politik in Europa, wie sich die EU weiterentwickeln soll. Meine Damen und Herren, eine der Grundfragen lautet doch, begreifen wir Europa in erster Linie nur als gemeinsamen Wirtschaftsraum? Ist Europa nur das Kampffeld ökonomischer und nationalstaatlicher Interessen? Oder sollte in Anerkenntnis leidvoller europäischer Geschichte Europa nicht in erster Linie ein demokratischer Sozialraum sein, in dem die Ökonomie der sozial-ökologischen Nachhaltigkeit verpflichtet wird? Wir, meine Damen und Herren, wir sind fest davon überzeugt, dass die EU nur erfolgreich sein kann auf Dauer, wenn sie demokratischer, wenn sie sozialer, wenn sie ökologischer wird. Die Troika-Politik der letzten Jahre dagegen, also die Machtpolitik des ökonomisch starken Kerneuropas auf Kosten der Peripherie, hat der europäischen Idee schweren Schaden zugefügt. Das europäische Erstarken des Rechtspopulismus ist ja kein Naturgesetz. Dafür gibt es ja Gründe. Und da, Frau Bentele, Herr Dregger, Herr Chaya, schauen wir aus aktuellem Anlass mal nach Österreich. Es soll Ihnen eine Lehre sein. Wer dem verheerenden Nationalismus, den sozialdarwinistischen Ideen und der rechtspopulistischen Hetze nicht entschieden entgegentritt, sondern wie Ihre Schwesterpartei, Herr Dregger, Herr Wanzner, die ÖVP, dafür Verständnis zeigt, so etwas befördert und obendrein mit diesen FPÖ-Leuten koaliert, der müsse sich über Euroskeptizismus nicht wundern. Und was mich am allermeisten erschüttert, ist der Umstand, dass es erst dieses Ibiza-Videos gebraucht hat, dass kurz diese Truppe von obskuranten Rechtsextremen und Identitären aus der Regierung wirft. Und wegen dieser Straches, Salvinis, Orbans und ihren deutschen Ablegern, deshalb, meine Damen und Herren, ist es so wichtig, immer wieder und nicht nur vor Europawahlen, Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus entschieden entgegenzutreten. Es ist wichtig, das nicht nur mit Reden in diesem Parlament zu tun, sondern immer wieder auch im Alltag und auf der Straße. Nationaler Egoismus, Nationalismus sind vollkommen untauglich für die Lösung der Probleme, vor denen wir stehen. Das ist die Botschaft der Zehntausenden, die am vergangenen Sonntag auf die Straße gegangen sind. Das ist die Botschaft von Fridays for Future. Das ist die Botschaft der Flüchtlingsinitiativen, der Gewerkschaften, der Unteilbar-Demonstrationen und vielen anderen Initiativen, die aktiv an einem solidarischen Europa arbeiten. Meine Damen und Herren, die Abschottungspolitik der Europäischen Union ist grundfalsch. Sie ist nicht nur inhuman, sie ist nicht nur unchristlich, sie wird auch nicht funktionieren. Egal wie hoch die Mauern sind, egal wie gefährlich die Wege und wie abschreckend die Grenzen sind, die Menschen werden weiter vor Krieg, Verfolgung und Hunger flüchten. Und wem Humanität keine Floskel ist, der muss diesen Menschen auch Asyl und Perspektive gewähren. Und zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes, Herr Dregger, muss eben auch gesagt werden, dass vor 27 Jahren das Grundrecht auf Asyl zum ersten Mal massiv eingeschränkt wurde. Ein sehr bitteres Kapitel der 70-jährigen Verfassungsgeschichte. Das Grundrecht auf Asyl in der Verfassung war eine Lehre aus dem Faschismus. Und die Verfassungsänderung vor 27 Jahren geschah vor dem Hintergrund rechtsextremer Wahlerfolge und Mobilisierung. Merken Sie was? Rechtspopulisten und Rechtsextreme gibt es immer noch.
Die heißen jetzt nur anders. Aber Verfassung und Verfassungswirklichkeit sind dadurch deutlich ärmer geworden. Daraus sollte man lernen, meine Damen und Herren. Man bekämpft Rechtsextreme und Rechtspopulisten nicht dadurch, indem man einen Teil ihrer Forderungen erfüllt. Meine Damen und Herren, Berlin steht mit seiner Weltoffenheit, Diversität und Liberalität gegen dumpfen Nationalismus und Rechtspopulismus. Berlin steht für die Idee eines solidarischen Europa. Und Berlin ist nicht allein. Es sind überall in Europa die großen Städte, die sich dem nationalistischen Trend in ihren Ländern in den Weg stellen, in denen Menschen für mehr Integration, für mehr Demokratie, für soziale Grundrechte und gegen nationale Abschottung eintreten. Und deshalb macht es auch Sinn, dass sich die europäischen Städte in dieser Auseinandersetzung enger zusammenschließen und dass sie sich auch klar positionieren. Meine Damen und Herren, Berlin ist Anfang des Jahres dem Netzwerk Solidarity Cities beigetreten. Berlin hat sich bereit erklärt, aus Seenot gerettete Geflüchtete aufzunehmen. Am 13. und 14. Juni findet im Roten Rathaus der Kongress Sichere Häfen statt. Ich freue mich sehr, dass der regierende Bürgermeister die Schirmherrschaft für den Seebrücken-Kongress übernommen hat. So traurig der Grund für dieses Treffen ist, so ermutigend ist, wie Menschen überall in Europa nicht wegschauen, sondern unter hohen persönlichen Risiken handeln und helfen. Danke dafür. Und wir erwarten selbstverständlich, dass Seehofer endlich seine Blockade aufgibt und uns das tun lässt, wozu wir uns bereit erklärt haben, nämlich Menschen zu retten, statt sie an Europas Grenzen sterben zu lassen. Wir können uns doch gar nicht genug bedanken für die Arbeit der zivilen Seenotrettung von Sea-Watch und Seebrücke. Sie zu kriminalisieren ist eine Schande. Und die Menschen, die im Mittelmeer andere Menschen vor dem Ertrinken retten, die retten auch den menschlichen Anstand und die Seele Europas. Meine Damen und Herren, viele Menschen in Europa verfolgen mit Interesse, wie Mieterinnen und Mieter sich in unserer Stadt gegen steigende Mieten wehren. Immobilienspekulation, spekulativ getriebene Mietsteigerungen sind natürlich kein Berliner exklusives Problem. Das alles hat auch damit zu tun, wie die Europäische Union heute verfasst ist. Sie ist das Ergebnis einer Politik, die europaweit auf die Deregulierung der Märkte gesetzt hat, die aus der Finanzmarktkrise nicht wirklich gelernt hat. Und da, Frau Bentele, Herr Dregger, kommt nach dem Asylrecht wieder der 70-jährige Geburtstag des Grundgesetzes ins Spiel. Denn die Mütter und Väter des Grundgesetzes waren weit weniger marktgläubig als die Konstrukteure des europäischen Binnenmarkts. Ich finde zwar, dass es dem Grundgesetz noch an einigem mangelt, insbesondere an sozialen Grundrechten, aber einen wichtigen Grundsatz kennt das Grundgesetz. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Das heißt, Eigentümer dürfen eben nicht einfach alles machen, was sie wollen. Das Grundgesetz sieht vor, dass der Staat eingreifen kann oder soll, wodurch den Gebrauch des Eigentums das Wohl der Allgemeinheit verletzt wird. Und das Grundgesetz nennt dafür auch Instrumente, zum Beispiel Artikel 14 und 15. Meine Damen und Herren, die Debatte über das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co-Enteignen hat uns in den vergangenen Wochen einen tiefen Einblick in das Verfassungs- und Demokratieverständnis in einigen Teilen unserer Gesellschaft gewährt. Da geht es zuweilen skurril zu. Die Chefin des BBU schrieb uns sogar, dass der Artikel 15 zwar im Grundgesetz steht, aber in Berlin nicht gilt. Teile des Grundgesetzes sollen in Berlin nicht gelten. Ist Berlin wieder eine selbstständige politische Einheit? Haben wir irgendwas verpasst? Die FDP will ganz auf Nummer sicher gehen, den Artikel kurzerhand abschaffen. Na, da hätte ich mir aber schon ein bisschen mehr Verfassungstreue gewünscht, Herr Chaya. Ja, verschiedene Verfassungsgüter müssen in einer rechtsstaatlichen Demokratie immer wieder miteinander abgewogen werden. Aber Artikel 14 und 15 stehen als Grundrechte in der Verfassung. Das ist ja nicht Pillepalle. Die Sozialpflichtigkeit des Eigentums und die Instrumente zu ihrer Durchsetzung stehen aus konkreter historischer Erfahrung und nicht ohne Grund im Grundgesetz. Und das ist auch gut so. Meine Damen und Herren, CDU und FDP müssen selbst wissen, ob die Rosinenpickerei beim Grundgesetz oder beim gemeinsamen Europa ihre Glaubwürdigkeit erhöht. Der Wert des Bekenntnisses zur Verfassung im Ganzen
zeigt sich eben oft im konkreten Umgang mit den Einzelnormen. Weder Europa noch das Grundgesetz müssen mit Pathos besungen werden. Wir müssen damit ernsthaft arbeiten. Der gemeinsame Markt braucht Regulierung. Europa braucht eine soziale Säule. Wir brauchen eine gemeinsame Steuer, sozialen Umweltstandards. Und die Sozialpflichtigkeit des Eigentums, Menschen-, Grund- und Freiheitsrecht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um ein bisschen mehr Ruhe. Und Freiheitsrechte brauchen zum Geburtstag keine folgenlose Bekenntnisse. Sie müssen durchgesetzt und verteidigt werden. Und meine Damen und Herren, draußen an den Endgeräten, Sie hören wahrscheinlich diese ganze Pöbelei von der rechten Seite nicht. Deswegen möchte ich Sie doch ganz herzlich bitten, am kommenden Sonntag, wählen Sie bitte proeuropäisch, wählen Sie demokratisch, am besten wählen Sie links, auf jeden Fall bitte links von der Mitte. Das ist aktuell und auch zukünftig der beste Schutz für die Verfassung. Herzlichen Dank.